Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum dritten Papa Platte Parcours. Heute gesponsert von Nerf. Drei von euch werden hier heute reich mit einem fetten Nerf Blaster Paket mit dem Flip 8, Flip 16 und Flip 32. On top, das ist aber natürlich Nebensache. Das interessiert auch keinen. Die Leute nehmen teil für die Blaster, obvious. 100, 200 und für den ersten Platz 700 Euro. 700 Euro, ich kann nicht reden. Warum ist Hugo drin? Hugo wurde nie und nimmer ausgerollt. Never. This is so rigged. Oh mein Gott. Okay. Ladies and Gentlemen. Könnt ihr bitte aufhören zu sprayen da unten? Danke. Ladies and Gentlemen. Das dritte offizielle 1000 Euro Parcours beginnt jetzt. Sponsor bei Nerf. Vielen Dank fürs Unterstützen. Ich wünsche euch allen viel Glück. Hört auf zu sprayen! Ich wünsche euch allen viel Glück. Und let's go. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Okay. Die Jungs da hinten haben anscheinend die Memo nicht bekommen. Ja, ganz ehrlich. Was sind schon 1000 Euro, oder? 1000 Euro Nerf-Paket? Nö, will ich nicht. Danke. Okay, oh mein Gott. Jungs, come on. Okay, auf jeden Fall, es geht los. Damn, der erste tatsächlich. Colorspot. Colorspot ist der. Und wir haben den ersten jetzt geschafft. www.reddit.com. Reddit. Oh mein Gott, krank. Und. Okay, Trash. Oh, Pootyplays und Lucy. Bro, die haben einfach die ganze Zeit in der Lobby gedappt. Oh mein Gott, das ist so bitter. Das ist eins vor Checkpoint. Das ist ein Checkpoint. Jeder goldene Block ist ein Checkpoint, Freunde. Wir haben teilweise auch bei schwierigen Bits haben wir jeweils Checkpoints hier in dem Part gemacht. Slogs 187, der erste, der den Checkpoint erreicht hat. Und Wichtiger ist auch dabei anscheinend. Okay, wir haben drei Leute, die den Checkpoint erreicht haben. Das ist natürlich ein kranker Vorteil. Okay, langsam kommen die Leute aber hierher. Okay, Wichtiger am Rasieren. Nevermind. Okay, der Part ist relativ easy. Da muss man nur hier rüberspringen. Zack, dann hier hoch. Easy, easy, dann da hoch. Den Part sollte er ja nicht verkacken. Wenn doch, dann ist er echt schlecht. Oh mein Gott, Hugo der Erste, der im dritten Bit ist, Freunde. Und dann geht's auch rein ins erste Paket direkt. Digga, Hugo sprintet ja vollkommen durch, krank. Ich würde sagen, wir gehen mal nach ganz hinten und wir gucken mal, ob noch Leute stuck sind im Labyrinth. Okay, Labyrinth haben inzwischen alle geschafft. Sind die Basti-Atzen? Okay, die Basti-Atzen sind auch weg. Okay, Labyrinth haben alle geschafft, Freunde. Ich sag mal, eine relativ große Menge ist hier stuck. Ey, Jungs, versteht mich nicht falsch, du bist da. Oh mein Gott, meine Community ist so ass in diesem Game. Eselreiter ist auch sehr weit vorne. Eselreiter haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Oh mein Gott, Bro, Capricorn hat's geschafft. Okay, Bruder, ich sag ehrlich, das ist eine knappe Nummer. Digga, living on the edge einfach. Oh mein Gott. Aber er hat's First Try geschafft. Damn, clean. Hier, der Part, muss man in dem kompletten Bit einen versteckten Knopf finden. Das wird lange dauern. Ich versuche es nicht zu spoilern. Das wird lange dauern. Ich werde keine Hinweise geben. Man wird dann quasi, wenn man den Knopf berührt, hier rüber teleportiert. Das wird auf jeden Fall was sein, wo er lange brauchen wird. Das heißt, jeder, der gerade noch am Anfang ist, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, noch aufzuholen. Okay, inzwischen haben wir mehrere Leute hier. Wir haben Timo hier, Capricorn hier. Okay, die gucken jetzt hier im Haus. Mal gucken, was wir da finden. Aha, okay. Hugo findet nichts. Okay, sehr komisch. Hier ist noch eine Höhle, falls ihr es nicht gesehen habt, Jungs. Kleiner Tipp. Ich würde mal in der Höhle nachgucken. Ich glaube, da könnte ein Knopf sein, eventuell. Kevin, tipp jetzt mal zu mir. Wollen wir den Jungs hier mal helfen? Wollen wir den das skippen lassen? Wollen wir das skippen lassen für die? Ja, komm. Ihr habt hier von Banco eine kleine Hilfe. Oh mein Gott, die freuen sich selbst so übertrieben, Bro. Okay, wir gehen wieder zum ersten, Freunde. Mal gucken, ob es inzwischen jemand gefunden hat. Sorry. Okay, viele Leute haben es gefunden. Übrigens, vielleicht ein Tipp für die Leute, die hier als nächstes hinkommen und auch für diesen Among Us Guy. In dieser Höhle ist absolut gar nichts. Die Höhle ist es nicht. Ich würde nicht in der Höhle gucken, Bro. Das war nur ein kompletter Debate. Danke, kein Problem, Bro. Man muss hier von diesem Bit auf diesen einen Block springen, dann da drauf und dann an die Leiter. Das ist bis jetzt das wahrscheinlich schwerste Bit überhaupt. Was mit dem Among Us Guy? Hat er es inzwischen geschafft? Oder ist er immer noch stuck hier? Bro, oh mein Gott, er ist immer noch stuck. Hier, wie er hier, Bro. Ich wollte gerade sagen, Obi-Wan Kenobi. Wie heißt der Typ nochmal? Ruffy. Sind Namen, die sehr nah beieinander sind. Hey, Kevin, wir haben noch einen im Spawn. Wir haben einen im Spawn? Der schafft's nicht. Oh nein. Bro, komm, wir helfen dem. Wir helfen dem. Wir machen den einfach hier in Highway durch. Wait, hier ist noch einer. Jungs, es ist legit hier ein Weg, wo ihr einfach nur durchlaufen müsst. Die Border ist gestartet jetzt. Die befindet sich aktuell noch hinter dem Spawn. Hier kommt die Border. Die wird, ihr seht, die schrumpft sehr, sehr langsam. In ungefähr 100 Minuten wird sie den kompletten Parcours aufgeschlungen haben. Und wer es dann nicht geschafft hat, ist raus. Das heißt, Freunde, jetzt gilt es sich zu beeilen. Vor allen Dingen, Freunde, natürlich. Für den Typen hier. Oh mein Gott. Paco. Bro. Er hat's gar nicht geschnallt. Okay, wir gehen mal nach vorne. Oh, Wichtiger ist ganz vorne jetzt anscheinend. Okay. Freunde, sollen wir den Knopfleuten einen kleinen Tipp geben? Okay, wir machen, wenn die ersten paar Leute im übernächsten Modul ist, dann geben wir hier einen Tipp, okay?
Dann geben wir hier einen Tipp. Oh, der Among Us Guy hat's geschafft. Let's go. Let's go. He did it. Okay, Short Squeeze hat's geschafft inzwischen, Chat. Let's go. Norman hat's auch geschafft. Bunch of Leute sind auf jeden Fall schon hier. Okay, strong, strong. Timo den schweren Sprung geschafft. Jetzt hier um die Ecke. Let's go. Okay, der Sprung, der ist tricky, aber den schafft er. I believe. Trash. Okay, oh, wir haben einen neuen Player im Game. Tapi Uwu. Ja, okay, never mind. Und der ist dann auch wieder raus. Perfekt. Nice, Digga. Ey, an der Stelle, 1A, Bro. Okay, Timo tried zum 10. Mal und choked auch zum 10. Mal. Top. Okay, Wichtiger hat's geschafft. Let's go. Let's go. Wichtiger. Boom. Weiter geht's. Strong. Okay, er könnte der Erste sein, der zum Checkpoint kommt. Der Checkpoint befindet sich da. Er muss nur diesen Doppel-Slime-Jump schaffen. Okay. Okay, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Das ist ein sehr schwerer Sprung. Hat er geschafft? Okay, er hat's. Er hat's. Wenn er jetzt choked, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, strong. Oh mein Gott, er ist so ahead jetzt. Er ist krank ahead jetzt. Er ist crazy ahead jetzt. Er ist mit Abstand der Erste. Freunde, ich kann euch so viel versprechen, wenn ihr das hier überstanden habt, wird es danach erstmal ein bisschen leichter. Leute, rennt mit Absicht in die Border. Junge, oh mein Gott. Meine Community ist so ass. Jungs, come on. Jungs, es ist so dumm. Seid ihr, Bro, könnt ihr die Border schneller machen? Ich kenne das alles nicht mehr. Bro. Ey, oh mein Gott, es werden gleich so viele Leute rausfliegen. Max, wenn du nicht aufgibst, 10 Euro PC für dich. Ich kehre dich jetzt so um. Okay, 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 oh. Auf einmal, Bruder, auf einmal geht's los, holy shit. Gleich zum Platz 1, Furry Max, Digga, okay, holy shit. Wichtiger wurde überholt von Noticed Zosig. Holy! Alter, er ist übelst weit. Okay, krass. Okay, wichtiger immer noch hier. Notice the Zosig inzwischen hier auf den Nerf Darts. Das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr leichtes Bit. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist los? Schau doch mal in den Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das waren alle blaue Geschenke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es sind noch 60 Spieler übrig. Was Leute, die hier noch stuck sind? Irgendwelche in diesem Bereich? Okay, das haben alle geschafft. Okay, let's go. Alle sind hier. Jeder einzelne Spieler befindet sich gerade hier. Ja, wichtiger ist auch stuck. Aber warum? Come on, Bro. Hilf auf der Spitze, der Sprung. Ist der schon so schwer für euch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Jungs, ich will nicht den machen. Aber ich glaube, wenn ihr den Jump nicht hittet, dann hittet ihr die danach auch nicht. Aber wisst ihr was? Wir helfen euch. Come on, let's go. Good luck. Ich wünsche euch viel Glück. Dieses Bild ist so crazy schwer, Alter. Okay, das sieht nach einem sehr, sehr guten Try aus. Let's go, let's go. Come on, Buddy, du hast es fast. Okay, let's go. Okay, Bro, come on. Jetzt muss er nur noch auf Slime, dann hat er es. Let's go, let's go. Okay, nice, huge. Okay, hier muss man wirklich nur rüberlaufen. Das ist übelstes Easy-Bit. Okay, inzwischen sind auch komisches Murkel und Eselreiter sind anscheinend auch hierher gekommen. Das scheint, der kleine Spotter hat ein bisschen was gebracht. Hier haben wir auch noch Yakuza, der sich irgendwie nicht traut oder so, ich weiß nicht. Oh, wichtiger hat überholt. Okay, die sind beide stuck bei dem Dart-Ding. Kevin, 50-50, wenn du mich jetzt hoch-TPst. Bro, ach so. Okay, warte, wie heißt der? Paluco. Bruder, versteh mich nicht falsch. Ich kann dich gerne hier hoch-teleportieren. Ich glaube nicht, dass es dir was bringen wird. Na dann, Bruder, wenn du gewinnst, machen wir 50-50. Freunde, versteh mich nicht falsch. Der Typ wird nicht gewinnen. Der Typ würde ziemlich safe nicht gewinnen, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Border ist so close. Oh mein Gott. Es werden so viele Leute droppen jetzt. Holy shit. Okay, okay. Banco macht den Ehrenmove, Alter. Ich krieg noch ein bisschen. Oh mein Gott, nein, RIP. Oh nein, der Guy ist RIP. Nein, ich muss hin. Feels bad, man, Broski. Oh mein Gott, wie sie Angst haben. Feels bad, man. Komm, nochmal schnell den Checkpoint hier. Ihr müsst auf dieses Golde gehen, bevor ihr runterfallt, sonst kriegt ihr den Checkpoint nicht. Da ist einer Young Cash. Okay, warte, ich will Young Cash sehen von hier oben. Digga, es ist wirklich das most rigged Jump'n'Run, aber ist egal. Okay, Young Cash, wir wollen sehen, wie du es schaffst. Du musst in diese Richtung. Come on, I believe. Du kannst es schaffen. Du musst nur auf diese Spitze da jumpen. Oh. RIP. Okay, er hatte keinen Checkpoint. Er ist ausgeschieden. Oh okay, mein Gott. Freunde, hier. Oh. Ich helfe den unten. Ja, bau unten was. Schnell. Oh mein Gott, der Zug, sorry, die fallen da raus. Oh mein Gott, mein Bad. She made it. Oh mein Gott, sorry. Missklick. Oh mein Gott, sorry. Ich habe vergessen, dass ich keinen Checkpoint habe. Whoops, I guess. Hupsi. Entschuldigung. Ey, wir haben ein Problem.
Also mehr oder weniger Problem. Das Most Trick Jump'n'Run. Wir haben noch 11 Spieler. Oh mein Gott, Most Trick Jump'n'Run. Holy shit, es tut mir so leid, Jungs. Wir machen für Yinuzo, Gaming Marie, Luke Pali und Morkel. Alright, machen wir auch eine 10er PSC. Als kleine Entschuldigung, es tut mir leid, Jungs. Sorry, my bad. Oh, Leon und Eselreiter sind hier. Wo ist Notice? Yo, was? Okay, krass. Er hat diesen komischen Fuck-Up da von Banku gecheckt. Den Part hier. Wichtiger ist auch dran. Übrigens, diese Blöcke hier oben, also symbolisieren quasi unterschiedliche Höhen. Das wird alles hier mit Schildern erklärt. Im Grunde ist es so, die roten, da kommt man nicht lang. Die weißen sind normal hoch, die grünen eins höher, die dunkelgrünen noch eins höher und so weiter und so weiter. Das lernt man quasi in diesen Schildern und muss sich das dann komplett remembern für den kompletten Part bis hier. Und kommt dann zu einem wilden Papa-Platte-Quiz. Wir haben noch 10 Leute übrig. Oh mein Gott. Chat, das könnte heute viel schneller vorbei sein als sonst. Wir müssen den Leuten helfen. Müssen wir. Ja. Ich will euch beim Papa-Platte-Quiz sehen, Freunde. Ihr habt's verdient. Geht einfach rüber. Go. Okay, ich will euch sehen beim Papa-Platte-Quiz. Wann hat Papa-Platte Geburtstag? Wann ist es? Ist es der 24.97? Der 98 oder 99? Hier ist doch Hugo. Bro, die Leute wissen es nicht. Okay, let's go. Huge. Was haben wir hier? Wie groß ist Papa Platte? 1,78, 1,67 oder 1,87? Bro, come on! Ich bin nicht 1,67, Bro! Was zum... Oh, er muss für den Gag da drauf gegangen sein. Bro, oh mein Gott. Okay, wie viele Follower hat Papa Platte auf Twitch? 1,87 Millionen, 1,6 Millionen oder 1,7 Millionen? Erstmal noch schon. Ja, er schaut nach. Oh mein Gott. Er hat noch schon. Wann kam die erste Folge Edel Talk auf Spotify? Boah. Okay, let's go. He did it. Wie dann ging die Edeltour? 8 Tage, 9 Tage oder 7 Tage? 7 Tage ist falsch. Viel Spaß am Anfang. Okay. Mit wem macht Papa Platte den Podcast? Dominik aka Reese aka dem Rätschwein? Okay, das wussten alle. Welcher Song wurde am meisten gestreamt? Holzscheid, Bis zu ihr oder Daytona No Flakes? Er ist safe auf Spotify gerade. Bro, er googelt so rad rein. Okay, let's go. Hä? Was? Warum? Bro, what the fuck? Hä? Oh mein Gott. Okay, wir haben 2 Leute hier bei diesem Ice Soul Sand Parcours. Eselreiter, first try. Okay, huge. Okay, inzwischen alle hier. Hugo hier, Eselreiter hier, Leon in Adidas Sweater. Nein, oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, ich wäre so pissed. Holy shit. Eselreiter ist auch raus, Max ist raus und Darf ist raus. Wir haben noch 4 Leute drin. Max OG, Eselreiter und Darf machen wir eine 50er PSC für alle 3. Vielen Dank, Jungs, fürs Teilnehmen. Richtig geil. Wen haben wir aktuell noch drin? Wir haben noch drin, Wichtiger, Hugo, Leon und Notice. Freunde, ich sag's euch so, wie es ist. Weil Hugo und Wichtiger beide die YouTuber sind, würde ich sagen, dass sich das Ganze hier zwischen Notice und Sozik entscheidet. Das ist derselbe Guy, sorry. Zwischen Notice und Leon entscheidet, meine ich. Das ist was für die Community, wisst ihr? Und Wichtiger und Hugo sind ja quasi nicht ausgerollt, die wurden ja reingeholt einfach. Checkt ihr? Weil es Freunde sind. Sollen wir denen trotzdem was geben? Ich droppe euch beiden jeweils 10 Subs, okay? Machen wir danach. Ich droppe euch beiden 10 Subs. Komm, wir machen 20. 20 bei euch beiden, okay? Ihr kriegt beide 20 Subs von mir. Danke fürs Mitmachen, Jungs. Kuss aufs Auge. Alright, Freunde, wir haben jetzt ein Crazy Battle. Die letzten 2 Leute sind jetzt ausgerollt quasi. Die besten 2 Leute werden jetzt ein 1v1 spielen. Guck aufs Leaderboard. Notice Cheater. Watch Leaderboard. Ist der schwer? Der könnte schon... Das sieht schon ein bisschen schwer aus. Notice the Sozik. Wait, what? Ist es ein Bug oder ist es wirklich passiert? Eselreiter war erster, dann Wichtiger und auf einmal Sozik? Meine auch, der hat vorhin Bankus Part überflogen. Der kam mir entgegen. Gibt es Cheats, die das können? Ja? Okay. Aber auch King Move, er fliegt einfach über den ganzen Parcours, keiner merkt. Wait, what? Bro, Banco, kriegst du gerade mit? Action nicht, ne. Chat ist der Vermutung. Ich schick dir meinen Clip, ja? Warte, woher wisst ihr, dass er 100 Blöcke gemoved ist, Chat? Ach so, stimmt. Er ist ja bei 1300 dann. Hey, true. Okay, wir schreiben mit ihm. Junger Mann, cheaten Sie. Er hat Nein geschrieben. Ich glaube, dass er... Warum sollte er lügen? Ist Bug safe? Oh mein Gott, Bro. Schlecht gecodet. Oh mein Gott. Okay, Bro. Okay, Bruder. Er ist Turbo-Sus. Oh mein Gott, Bro. Du bekommst in einen Minecraft-Log geschickt, wenn jemand sich zu schnell bewegt. Mhm. Und diese Nachricht habe ich 2-mal bekommen bei ihm. Oh shit. Okay. Folgendes, Chad hat übelst den kranken Call gemacht. Mhm. Wir lassen diesen Mann den Parcours einfach nochmal machen. Und wir gucken einfach zu. Oh ja. Bro, okay. Wir gucken einfach hin. Teleportieren mal einmal zu mir bitte. Und ich möchte sehen, wie er das hier first try macht. Good luck.
Okay, Bro. Oh mein fucking so Gott. No way, Alter. Oh mein fucking Gott. Jesus Christ. Oh mein Gott, what? Wie konnte uns das nicht auffallen? Weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil er außerhalb der zeitlichen Border lang geflogen ist. Bro. Freunde, damit ist Leon hundertprozentig der Gewinner. Wir könnten vielleicht noch den Guy, der davor ausgeschieden ist, vielleicht reinholen, weil ja, immerhin ist es dann safe, hundertprozentig. Das ist, wenn wir Darth Ed war's. Ja, bann die Sau gleich weg. Leon und Darth sind die letzten zwei, die actually nicht gecheatet haben. Hoffe ich jedenfalls für euch, Jungs. Vielleicht drehen sie jetzt auf. Ja, jetzt wird die Kill auch aber sowas von installiert, Junge. Wollen wir die kurz zum Ende teleportieren, dass die schon mal da sich auf die Dings stellen können? Jupp, yep, können wir machen. Okay, ich mach's eben. Alright. Moin. Ihr müsst euch einmal auf die goldenen Platten. Oh, okay. Ist schon live? Ja. Alright, Freunde. Die Leute haben ein Nerf Blaster nachgebaut als Arena, als Pixel Art. Überkrank. Und das Kit, was die Männer hier haben, oder Frauen, wir sind uns nicht ganz sicher, sie haben einen Full Netherite, also ein Full Netherite Stuff, ein Schild. Auf jeden Fall haben sie auch eine Elytra mit Raketen. Das heißt, sie können auch wegfliegen, wenn es zu hart wird, Freunde. Wartet. Wir müssen schnell spannende Musik anmachen. Oh mein Gott. Ey, stirb mal kurz nicht. Mach mal Pause. Okay, ich höre die Musik nicht. Ich weiß nicht, ob das hier spannend ist. Ist das spannend? Okay. Bro, what the fuck? Es ist das Most Scuffed Tournament on Planet Earth. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Ich bin der schlechteste Turnierhost ever. Oh mein Gott. Ey, aber herzlichen Glückwunsch. Leon, verdient gewonnen, Bruder. Ey, dickes GG, Freunde. Dickes GG. Und danke an alle Leute, die mitgespielt haben. Ey, übercool, Freunde. Übercool. Congrats, Bro, du hast 700 Euro gewonnen. Plus ein komplettes Nerf Blaster Set mit dem Flip 8, Flip 16 und dem Flip 32, Freunde. Abo verlängern? Warum habe ich einen Sub bei wichtiger? Ich guck den nicht, Digga. Nein, machen wir 20 Subs. Boom. Have fun, Bro. Let's go! Yo! Hugo geht genau jetzt offline, Alter. Bro, was? Geht instant jetzt offline. Ist Hugo dumm? Hugo kriegt sowas von nur 19 Subs. Ist mir scheißegal. Hugo kriegt 19 Subs, fuck it. Ey, so Kevin verkackt. Ist voll geil, holy Dick. Shit. Danke für die nice Ich hab alle seine Videos immer geliked und haben ihn auch abonniert. Oh Mann, Alter, lösch dich, Digga. Ja, komm, geh mir dem Mann 20 Subs, ist noch online. Vielen Dank fürs Mitspielen, Bruder. Danke für die 20 Subs, das nehme ich mit. Jetzt könnt ihr gehen, der Sub-Sound ist unwichtig. Danke für den Sub bei Let's Hugo TV. Das wird so unangenehm. Ich hab den Sub-Sound nie gehört. Gott, dude, what the fuck, Alter. Dickes Papa Ellen-Chat. Ich hoffe, euch hat das Most Scuffed Minecraft-Tournament ever gefallen. Danke an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank an Nerf für Sponsoren. Übel geil. Dickes Danke auf jeden Fall auch an Banco und sein Team, an die ganzen Discord-Jungs, die da sich auch quasi um das Roll-Ding gekümmert haben. Ich habe übelst Bock auf sowas. Das ist richtig cool. Wir machen, also wie gesagt, wir haben wirklich schon ein, zwei Dinge geplant. Ein paar Sachen werden auch offline passieren. Check gerne auf jeden Fall den Discord aus, Freunde. Da wird es dann immer solche Events geben. Manchmal vielleicht auch unangekündigt und I don't know. Manchmal werde ich es auf Twitter posten. Keine Ahnung. Eins von beiden wird passieren. Entweder unangekündigt oder auf Twitter.